Hallo und herzlich willkommen. Freitagnachmittag, 16 Uhr. Wir treffen uns auf eine Tasse Kaffee mit der Ludwigsburger Kreiszeitung. Heute geht es um die Zukunft der Impfzentren. Es geht um eine kuriose Geschichte an einer Schule. Es geht um einen Automatensprenger und es geht um wuschelige Tiere. So, jetzt nehme ich mal meine Kollegin, die Julia, dazu, damit wir auch plaudern können. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Die Julia hat ihre Anfrage bekommen und ist schon da. Julia, erstmal ein Schlückchen Kaffee, oder? Ja. Prost. Komm her. Haben wir uns verdient. Und was sehe ich auf deinem T-Shirt? Ein Schweizer T-Shirt, wie es sich für die Frau Schweizer gehört. Natürlich, natürlich. Oder steckt da noch mehr dahinter? Nee, das war einfach nur so ein kleiner Gag. Und ich muss sagen, das T-Shirt habe ich schon seit Ewigkeiten. Ich glaube, das habe ich tatsächlich zur WM 2006 gekauft. Da hat ja auch die Schweiz gegen, ich glaube, es war Frankreich, in Stuttgart gespielt. Ich war da Volunteer, hatte das da auch an und ja, Running Gag halt. Und du kannst es jetzt noch tragen. Also Schweiz ist ja im Gegensatz zu Jogis Jungs noch im Rennen. Also genau, heute Abend 18 Uhr. Aber ich weiß nicht, okay. Gegen Spanien, ja gut, okay. Lassen wir das, den Fußball überlassen wir lieber den Experten. Julia, wir sind die Experten hier fürs Lokale, für die Themen in der Stadt Ludwigsburg und in dem Landkreis Ludwigsburg. Und dann starten wir mal, gehen wir gleich in die Vollen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten ein, boah, jetzt ruft hier, das ist der Chef. Soll ich mal schön dran gehen? Nee, oh. Auf einen fiesen Ton, gell? So. Das bringt mich aus dem Konzept, sage ich dir ganz ehrlich. Bin mal gespannt, wann das mag. Jetzt. Wir hatten ein mega Unwetter diese Woche. In Ludwigsburg sind die Keller vollgelaufen, vor allem in Oswald und in der Oststadt. Und also ich glaube, die Feuerwehr hatte bis zu 102 Notrufe registriert. Und die Stadt spricht heute auch von einem Jahrhundertregen, der da runtergekommen ist. Das Problem in Ludwigsburg, und ich denke mal, das ist in vielen Kommunen so, ist, dass die Kanalisation nicht für so große Mengen an Wasser ausgelegt ist und dass die dann eben Schwierigkeiten haben und dass dann das Wasser aus der Kanalisation rausdrückt, rein in die Keller. Das war hier in Ludwigsburg das Thema. Im Kreis war es aber noch dramatischer. Mhm. Also da war es Montagabend dann vor allem extrem Bottwartal und in Remseck. Und ich meine, ja, Remseck hat natürlich, wie man schon vom Namen hört, Rems im Namen und natürlich auch noch den Neckar. Und der, denke ich, war vor allem der Grund, dass es halt in Aldingen so extrem war. Da ist halt Wasser in eine Tiefgarage gelaufen und das heißt 500.000 Euro Schaden. Also schon ganz ordentlich. Und insgesamt waren es 250 Einsätze im gesamten Kreis. Und in Remseck war es natürlich dann so, da ist halt einfach von jedem Teilort waren sämtliche Fahrzeuge auch im Einsatz. Ja, ja. Also klar. Dann, und noch extremer war es natürlich in Stuttgart. Da haben wir auch irgendwie so die Nachrichten bekommen. Da ist ja bei der Stuttgarter Oper ist ja irgendwie das Dach irgendwie abgedeckt worden teilweise. Wasser natürlich reingelaufen. Und die haben ja eh schon, machen immer rum mit der Sanierung von der Oper. Das wird jetzt natürlich dann auch nochmal ein ganz neues Thema werden. S-Bahn-Verkehr war eingestellt Montagabend. Ich denke so ab 21 Uhr oder so. Und tatsächlich bis Dienstag hat es gedauert. Also ich habe irgendwann mal Dienstagnachmittag geguckt. Da hieß es immer noch, naja, teilweise Einschränkungen, weil die natürlich auch, wenn sie unterirdisch fahren, da gab es dann auch Bilder von den Haltestellen, wo dann halt so hoch das Wasser einfach stand. Ja. Also das waren wirklich dramatische Bilder, die wir da gesehen haben, die wir hoffentlich in nächster Zeit nicht nochmal sehen. Aber es ist schwierig. Julia, ein anderes Thema, das wir hatten, das waren die Busse, die stehen geblieben sind die Woche. Zum wiederholten Mal schon die Busse, die Busfahrer haben gestorben. Ne? Genau, nicht wegen Unwetter, sondern einfach geht es gerade um bessere
Arbeitsbedingungen. Und es geht vor allem auch darum, so ein Streitpunkt ist auch, was die Pausenzeiten anbelangt. Wie viel wird von einer Pause gezahlt? Also wenn ein Busfahrer quasi erstmal eine Schicht zu Ende hat und dann vielleicht einfach länger warten muss, bis dann der Bus sozusagen weiterfährt, da ist die Frage, es ist wie Bereitschaftsdienst eigentlich. Und es ist halt die Frage, na, wer bezahlt es? Und jetzt gab es ja letzte Woche schon mal einen Streik am Donnerstag, diese Woche jetzt am Donnerstag und auch wieder eine Kundgebung, eine große in Bietigheim, wo dann 350 Fahrer waren wohl beteiligt. Die haben dann in Bietigheim gestreikt. Und ich habe sie dann gesehen, wie sie dann auch tatsächlich alle nach Ludwigsburg gefahren sind. Also in der ganzen Stadt, also in Ludwigsburg zumindest, ist, glaube ich, kaum ein Bus gefahren, bis auf diesen einen, den ich da gesehen habe, mit den ganzen streikenden Busfahrern drin. Eine Fahrschule, aber in Ludwigsburg war sonst eigentlich auch nichts, ne? Also, nee, richtig. Ludwigsburg war nichts. Die Ludwigsburger Verkehrslinien, LVL, die haben auch gestreikt. Und ja, also damit geht dann in Ludwigsburg nicht mehr viel, Julia. Also, naja, und klar, auch natürlich die umliegenden Orte. Fährt ja auch viel nach Convestheim und nach Aschberg und so. Ja, da war nichts. Aber es gibt vom ÖPNV was Positives, Julia. Genau. Jetzt so mit diesem Wochenende starten dann wieder die Nachtbusse. Zum einen, die fahren ja immer alle von Stuttgart aus. Die starten jetzt wieder. Die hatten halt eine relativ lange Corona-Pause. Und speziell für den Kreis gibt es dann auch noch ein neues Nachtbuskonzept, nennt sich das. Und der VVS hat uns gesagt, dass 11.000 Leute davon zusätzlich profitieren, weil weitere Orte angeschlossen werden, wo früher der Nachtbus nicht durchgefahren ist, wo man aber dann nochmal neu berechnet hat und geguckt hat, wie läuft das mit diesen Umlaufzeiten, dass ein Bus einfach in Stuttgart startet und dann so einen großen Kreis fährt und dann rechtzeitig wieder zurück in Stuttgart ist, weil die ja auch alle miteinander getaktet sind und ja. Dann fahren jetzt irgendwie zusätzliche Busse und zusätzliche Orte werden angebunden. Ich glaube, wir haben es die Tage, haben wir es morgen im Blatt oder hatten wir es heute? Heute hatten wir es, glaube ich, im Blatt, ne, Julia? Ja. Also, und das ist natürlich super. Also, wer das kennt, wer so ein bisschen weiter draußen auf dem Land wohnt, der freut sich dann, wenn er so diesen Nachtbus hat, der dann auch fährt. Und weniger Umsteigezeiten. Das ist, glaube ich, vor allem für dich dann interessant, weil du ja etwas außerhalb wohnst. Genau. ja, man kann auf den Bus umsteigen, wenn er dann fährt, auf den Nachtbus. Man kann auch aufs Fahrrad umsteigen. Und jetzt ist am 1. Juli wieder die Aktion Stadtradeln gestartet, Julia. Ich weiß nicht, ob du schon mitgemacht hast. Ich habe gesehen, dein Fahrrad hat einen Platten, hast du gepostet die Tage. Ja, aber ich wurde vorhin angerufen, ich kann es heute Abend schon holen. Also es war ein bisschen ein größeres Drama, weil ich kein Werkzeug habe und irgendwie dann auch noch, wenn das hintere Rad betroffen ist, auch nicht wirklich so motiviert bin dann irgendwie und wenn man nicht so die Übung hat. Aber netterweise, Fahrradhändler hat es dann gemacht und ich kann es heute schon abholen. Sehr, sehr cool. Das heißt, du kannst dann also künftig auch wieder in die Pedale treten für das Stadtrad. Ja. Machen so ziemlich, so in etwa die Hälfte der Kommunen im Landkreis machen mit, beteiligen sich an der Aktion und geht bis zum 21. Juli, heißt also 3 Wochen lang nach Möglichkeit auf das Auto verzichten. Mitmachen können alle, die im Landkreis wohnen oder arbeiten. Und es geht einfach darum, viele Kilometer per Rad zurückzulegen und man kann die gefahrenen Kilometer per App sammeln. Kann man auch, glaube ich, noch anders. Also es gibt viele Möglichkeiten. Schaut mal auf die Website eurer Kommune. Wenn die sich daran beteiligt, dann hat die auf jeden Fall da ein paar Daten hinterlegt. Machst du mit, Julia, oder bist du... Nee, irgendwie. Ich fahre zwar viel, viel mehr Fahrrad als vor Corona, aber ich habe mich jetzt irgendwie nicht angemeldet. Ich weiß auch nicht. Also du trägst einen stillen Teil dazu bei, sozusagen. Genau. Ja. Ganz still, Julia, war es auch die Woche in Bietigheim. Na, letztes Wochenende, muss man fairerweise sagen, bei einer Auktion, die wirklich aufsehenerregend war. Wir hatten an der Stelle schon mal berichtet, es geht um die Rote Mauritius. Und die ist für sage und schreibe 8,1 Millionen Euro verkauft worden. Julian, Wahnsinn, gell? Also das ist ein Briefumschlag, ja. Da ist eine kleine Marke drauf. Unglaublich, aber sie ist es nun offenbar wohl wert. Es gibt 3 dieser Umschläge und dann nur einer ist verkäuflich, die beiden anderen, einer ist,
in einer Bibliothek in England. Der andere ist im Besitz der englischen Königin und insofern ist nur einer frei verkäuflich, dass der natürlich attraktiv ist vom Preis und auch für Sammler. Auch klar. Also das hat für großes Interesse gesorgt. Ersteigert wurde er von einem Sammler aus dem deutschsprachigen europäischen Raum. Mehr wurde dazu nicht gesagt. Mhm. Das ging wohl auch alles per Telefon. Also das ging nicht hier mit Handheben und vorsichtig gezuckt. Ich wollte aber gar nicht. Aber das war sicherlich eine ganz spannende Geschichte. Komm, wir machen heute irgendwie eine ganz wilde Mischung, Julia, oder? Du hast die Woche berichtet, und zwar geht es um Betreuung von Grundschülern, Rechtsanspruch auf eine Betreuung oder Ganztagsschule. Erklär doch mal. Genau, also das ist im Prinzip, kommt die Geschichte auch daher, weil das jetzt zum einen in mehreren Kommunen schon ein bisschen Thema war. Zum anderen gab es am Freitag vor einer Woche, war das Thema im Bundesrat. Da sollte das eigentlich beschlossen werden, dass es einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschüler gibt, und zwar ab 2026 und dann stufenweise nach den Jahrgängen bis 2029. Und dann haben aber die Länder im Bundesrat ein Veto eingelegt, haben gesagt, wer soll das denn bezahlen? Also was der Bund dann an zusätzlichem Geld zur Verfügung stellt, das reicht einfach nicht. Also da war irgendwie die Rede, dass der Bund 3,5 Milliarden Euro dann zahlt und Baden-Württemberg, was einer, sag ich mal, der Treiber oder war für das Veto, hat dann gesagt, nee, allein wir brauchen schon 1 Milliarde Euro. Und ich meine, es sind ja 16 Bundesländer, wobei im Osten ist es schon relativ gut ausgebaut, aber gerade auch große Flächenländer im Westen hätten viel, viel mehr Geld gebraucht. Und ich hatte das auch in zwei Gemeinderäten als Thema, die sich dann natürlich auch überlegt haben, was machen wir? Es gibt halt zum einen die Möglichkeit, dass man einen Hort ausbaut und erweitert. Das macht zum Beispiel Hemmingen. Die sind da schon relativ weit, haben jetzt schon Pläne verabschiedet, kostet 2 Millionen Euro, wird aber auch rechtzeitig fertig. Und in Korntal-Münchingen hat man dann überlegt, naja, vielleicht auch eine Ganztagsgrundschule. Hat natürlich, sag ich mal, auch für die Eltern ein bisschen den Vorteil, für den Hort müssen die ja zusätzlich bezahlen, ja, und Ganztagsgrundschule eben nicht. Und aber für eine Kommune bedeutet zum Beispiel jetzt ein Hort, ist es teurer einfach, um das zu machen, weil die natürlich dann selber ihre Betreuungskräfte suchen müssen. Die haben dann aber auch gesagt, naja, wenn man eine Ganztagsgrundschule macht, muss dann zwar der Staat die Lehrer stellen, aber es gibt ja jetzt schon Lehrermangel. Wo kriegen wir dann die Lehrer her? Muss dann die Kommune auch wieder einspringen? Und letzten Endes war es dann so, die haben jetzt zum Beispiel die Entscheidung erstmal vertagt, weil sie einfach auch sagen, wir haben noch keine Zahlen, wie viele Schüler werden denn 2029 insgesamt zu betreuen sein und wie machen wir das dann und wie wird es ausgestaltet, wie werden die Betreuungszeiten sein, was müssen wir da überhaupt bieten. Das ist natürlich klar für solche Kommunen im Kreis schwierig, die noch keine Ganztagsgrundschule haben. Andere, wie jetzt Kornwestheim, die haben einfach das alles schon, denen macht es nicht so viel aus. Aber ich glaube, die anderen werden da schon gucken müssen, weil sich dann, sage ich mal, auch ein Erweiterungsbau von der Schule wird sich ja nicht so ganz schnell hinstellen lassen. Und man muss ja sagen, es ist ja auch mit Kindergartenplätzen ja auch immer so eine Geschichte. Mhm. Also auch da sind ja die Kommunen könnten die viel mehr Plätze auch noch haben. Also man sieht, es ist einfach in der Kinderbetreuung eine ganz schwierige Geschichte. Was wir auch noch haben so zum Thema, was natürlich da auch passt, um nochmal ein bisschen das Thema Corona zu streifen, es müssen ja nach wie vor in den Schulen Tests gemacht werden. Das betrifft aber jetzt zum Beispiel hauptsächlich nur noch die kleinen Kinder. Erwachsene brauchen fast gar keinen Test mehr, also müssen auch nirgendwo mehr groß einen Test vorweisen. Ich meine, in der Gastronomie darf jetzt mittlerweile seit dieser neuen Landesverordnung, seit Montag darf man auch innen reinsitzen, ohne einen Test vorlegen zu müssen. Hat natürlich Folgen dann auch für die Teststellen. Also man hat schon gesehen, es haben schon die ersten zugemacht. Dann kam natürlich die Frage auf, wie ist es dann, wenn dann in den Sommerferien vielleicht auch viele Betreiber oder viele Ehrenamtliche vom Roten Kreuz in Urlaub fahren und aus irgendwelchen Gründen oder wenn die Inzidenz steigt, dann wieder mehr Tests gemacht werden müssen. Gab aber da zumindest Entwarnung, weil alle gesagt haben, okay, wir schaffen das dann auch und können dann auch die Testkapazitäten wieder hochfahren. Und auch ganz aktuell zum Thema Testen bzw. Impfen jetzt.
das Kreisimpfzentrum meldet, also wenn ihr ganz schnell seid, die melden zusätzliche Termine mit BioNTech. Also es gibt jetzt nächste Woche gibt's Termine, ihr müsst euch gleich einklicken, wenn ihr geimpft werden wollt und noch nicht geimpft worden seid. Schaut, dass ihr da einen Termin kriegt. Die Chancen stehen momentan wieder ganz gut. Und die Kreisimpfzentren, die waren ja ursprünglich, deren Betrieb, Julia, ja bis Mitte August eigentlich geplant. Und die sind jetzt verlängert worden bis Ende September, damit die einfach noch länger impfen können. Und dann soll es dann ja eben übergehen über die Betriebsärzte und an die Hausärzte, die ja momentan ja nun auch schon mit dabei sind. Und vielleicht auch noch eine ganz, ganz aktuelle Information. Es ist ja so, dass heute beschlossen wurde, oder die Ständige Impfkommission hat ja nun die Empfehlung rausgegeben, der Impfschutz ist besser, wenn du zuerst mit AstraZeneca geimpft wurdest und wenn du dann einen mRNA-Impfstoff als Zweitimpfung bekommst, wie beispielsweise BioNTech. Und dem folgt jetzt auch das Kreisimpfzentrum. Also das ist jetzt auch... Die Politik auch gesagt, ja, das wollen wir auch unterstützen. Und es ist so, dass wenn du jetzt in Ludwigsburg im Kreisimpfzentrum eine Zweitimpfung hast und du gehst eigentlich davon aus, dass das mit AstraZeneca ist, dann bekommst du aber jetzt automatisch BioNTech. Also man muss sich um nichts kümmern, das läuft automatisch, die Termine bleiben alle bestehen. Und das geht also sehr reibungslos, es sei denn, es sagt jemand explizit, er möchte mit AstraZeneca geimpft werden, dann kann er das vor Ort dann eben auch noch kundtun. Von dem ganz Aktuellen, ich gehe nochmal ganz kurz zurück zur Betreuung, denn da hatten wir eine sehr kuriose Geschichte im Blatt. Unsere Kollegin hatte berichtet, dass in Eglosheim, das ist ein Stadtteil von Ludwigsburg, das ist eine Grundschule. Und eines Morgens, als die Schüler kamen und als die Lehrer, die Direktorin und die Lehrer alle kamen, sahen sie, dass auf ihrer Grünfläche, auf ihrer Spielfläche ein Bauzaun steht und die abgesperrte Fläche soll jetzt oder wurde jetzt dann ein Interimscontainer für eine Kindergartengruppe aufgestellt. Das Pikante dabei war eben, dass weder die Schulleitung noch sonst irgendjemand informiert war. Also die wurden wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Stadtverwaltung hatte das begründet, hat gesagt, sie mussten ganz schnell entscheiden. Der Container, der wurde an einer anderen Baustelle frei und sie mussten den jetzt schnell übernehmen und irgendwo hinstellen. Und da bot sich das an, weil sie wussten, dass der Untergrund dort trägt und dass man ausreichend Platz hat. Und da hat sich aber jetzt die Kirchengemeinde auf deren Grund und auf deren Baustelle dieser Container vorher war, zu Wort gemeldet und gesagt, nee, also Leute, ganz so spontan war das nicht. Wir hatten eben doch wirklich weit im Vorfeld euch den Termin bekannt gegeben, wann der Container abgebaut werden kann. Also so könnt ihr euch jetzt nicht rausreden. Also ist auch nicht alles in Stein gemeißelt und ich glaube, die Stadtverwaltung guckt jetzt vielleicht auch nochmal. Aber momentan steht der Container noch da. Julia, wir hatten ein Gerichtsurteil zu einem aufsehenerregenden Vorfall. Wir hatten hier auch schon mehrfach darüber berichtet und jetzt ist das Urteil zum Automatensprenger da. Genau. Also es war jetzt diese Woche, zur Erinnerung, der hatte im November 2020 war das, hat auch viel Aufsehen erregt. Die haben versucht, einfach Automaten in einer Bankfiliale zu sprengen, war aber dann offenbar so die Auskundschaftung, die sie davor gemacht haben, nicht ganz so unauffällig. Dann ist eine Bankmitarbeiterin ein bisschen, wurde etwas aufmerksam und die Aktion wurde dann einfach vereitelt, weil ein mobiles Einsatzkommando der Polizei in dieser Nacht dann einfach auch vor Ort war. Derjenige, der Haupttäter war, wurde dabei erschossen. Der andere konnte zunächst fliehen und der musste sich jetzt eben vor Gericht verantworten. 3 Jahre Haft hat er bekommen, weil man einfach gesagt hat, er war jetzt zwar nicht der Haupttäter, aber er hat wohl Schmiere gestanden und unterstützt. Er war auch im Verdacht, dass er in Besigheim-Ottmarsheim auch an einer ähnlichen Aktion beteiligt war. Das konnte man ihm aber nicht nachweisen.
Dann noch was Erfreuliches. Unsere Kollegin Tibi, wir nennen sie Tibi, weil das so ihr Kürzel ist, die war in Remseck mit Alpakas wandern. Also wenn ihr noch eine Idee braucht, was ihr beim Kindergeburtstag macht oder zum Familienausflug oder wenn ihr einfach mal ein bisschen lustige Tierchen durch die Gegend spazieren führen wollt, dann könnt ihr nach Remseck gehen. Dort gibt es Alpakas, mit denen man spazieren gehen kann. Und ich glaube, so hat es unsere Kollegin berichtet und auch erzählt. Ich glaube, das ist eine richtig lustige Angelegenheit. Und wir können jetzt gleich zu den nächsten Tieren kommen. Allerdings, mit denen kann man nicht spazieren gehen. Wildschweine. Was fällt dir bei Wildschweinen ein? Obelix. Obelix. Ja, genau. Der ist zwar natürlich nicht persönlich in Gerlingen anwesend, aber dort wird am Sonntag eine Ausstellung eröffnet im Stadtmuseum. Und zwar ist die gewidmet einem Adolf Kabatek. Das war ein Verlags-, also er hat erst Verlagskaufmann gelernt, ist dann zum Ehapaar Verlag gewechselt, der da ganz neu gegründet wurde, war dann später auch Chef von diesem Verlag. Und die haben Asterix und Obelix nach Deutschland gebracht. Die haben davor schon Mickey Mouse, die Geschichten nach Deutschland gebracht. Die waren halt alle im Ausland schon mehr oder weniger erfolgreich. Und dann hat man die eben auch in Deutschland etabliert. Und das war am Anfang ein ganz kleiner Verlag. Die waren nur zu dritt. Das heißt, die haben auch ganz viel selber kreativ gemacht. Die haben selber die Texte übersetzt und auch teilweise die ganzen Sprüche geprägt. Also von Adolf Kabatek ist einfach dieser bekannte Ausspruch, die spinnen die Römer. Ja. Das ist so. Genau, das hat er mitgeprägt und der wäre jetzt gestern 90 Jahre alt geworden. Er ist leider schon relativ früh verstorben, hatte einen Herzinfarkt, glaube ich. Und aber sein Sohn hat da dann relativ viel Mühe auch reingesteckt, hat ganz viel aus seinem Nachlass gesammelt, in Kisten verpackt und hat es dann einfach jetzt zusammengestellt und macht es dann für, hat es für Gerlingen einfach eine Ausstellung konzipiert. Und wie gesagt, die ist ab Sonntag dann zu sehen. Das ist was für Groß und Klein, Julia. Gell? Ja, ja. Genauso ist noch ein Tipp, den ich noch für euch habe. In Ludwigsburg im Blühenden Barock startet jetzt die Sandkunstausstellung. Die geht den ganzen Sommer über. Wenn ihr also Lust habt, mal zu gucken, was man aus Sand alles formen kann. Man kann auch den Sand schnitzern, wollte ich gerade sagen. Den Sandkünstlern kann man auch über die Schulter gucken. Jetzt am Wochenende gibt es auch so ein Speed-Carving. Dann treten drei Künstler gegeneinander an und die müssen innerhalb von 24 Stunden eine gute, schöne Skulptur herstellen. Und die beste wird dann natürlich prämiert. Und so gibt es dann den ganzen Sommer über wieder mal nette Aktionen. Dieses Jahr steht das unter dem Motto Pflanzen. Es gibt also tolle Motive mit Pflanzen zu entdecken und anzugucken. Also das lohnt auf jeden Fall mal, wenn ihr mal wieder an die frische Luft wollt und nicht wisst, wohin. Julia, wir gehen wieder zurück an unseren Schreibtisch, an dem wir aber vermutlich ohnehin schon wieder noch immer noch sitzen. Ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Patricia hat noch mal eine Woche Urlaub. Schön, dass du dann die Stellung hältst. Ich freue mich drauf. Ja. Julia, bis dahin. Und dann vielleicht auch hier noch weiterhin genau, damit. Super gespannt. Ja, okay. Julia, tschüss. Mach's gut, ciao. Ciao.